Das herrliche Winterwetter lockte mich mal wieder nach draußen und ich entschied mich, mit der Bahn in den malerischen Thüringer Wald nach Bad Dabbarz zu fahren. Mit der Bahn anzureisen ermöglichte es mir schon unterwegs, die beeindruckende Schönheit des Thüringer Waldes zu erleben und anschließend durch die verschneiten Wälder von Bad Dabbarz zu schlendern. Nach 1,5 Stunden Bahnfahrt komme ich nun hier in Bad Dabbarz an. Durch Bad Dabbarz am Strohwilbeter Park vorbei ging es in Richtung des großen Inselsberges. Dem Weg folgte ich bis zum Dämpelchen, wollte dann hinauf zum Aschenbergstein, aber die Wege waren mir doch zu sehr verschneit und so blieb ich auf begehbaren Wanderwegen und ging anschließend wieder zurück nach Bad Dabbarz. Bad Dabbarz hatte sich in dieser Woche ein prächtiges Winterkleid angelegt und ich habe die Gelegenheit genutzt, die verschneiten Waldwege bei relativ schönem Wetter zu erkunden. Nun ging ich ein Stück durch den verschneiten Struwwelpeter Park, welcher jetzt im Winter ganz anders aussieht wie im Sommer. Denn die Schneedecke verlieh dem Struwwelpeter, Paulinchen und den anderen Figuren einen verträumten Glanz. Und die kleinen Pfade im Pulverschnee schufen ein zauberhaftes Labyrinth, in dem die Stille des Winters nur durch das leise Knirschen meiner Schritte durchbrochen wurde. Auf verschneitem Wege ging es weiter und ich kam an einer kleinen Quelle vorbei, die trotz des Frostes vor sich hin murmelte. Wegweiser zeigten in alle Richtungen und gegenüber präsentierte sich eine schneebedeckte Saurierfigur, die majestätisch in der Winterlandschaft thronte. Am Ende des Ortes öffneten sich mehrere Wege vor mir. Ohne zu zögern entschied ich mich, in Richtung des kleinen Dämpelchens weiterzugehen. Der Pfad schlängelte sich durch den verschneiten Wald und die Entscheidung, dem Weg zum Dämpelchen zu folgen, versprach eine Fortsetzung meines winterlichen Abenteuers, begleitet von der Vorfreude auf das, was mich dort erwarten würde. Entlang des Weges zum Dämpelchen begleitete mich das leise Plätschern des Gebirgsbachs, der tief im verschneiten Graben neben mir verlief. Die Bäume waren unter der Last des Schnees gebeugt und am Abzweig zum Backofen angekommen, zögerte ich einen Moment, entschied mich jedoch dagegen, diesen Weg hinaufzugehen. Der Pfad war zu tief verschneit und bisher ohne Spuren. Die Wege hier im Wald waren links und rechts noch unberührt und ruhten unter einem geheimnisvollen Wintermantel. Und so beschloss ich, auf meinem aktuellen Weg zu bleiben. Am Dämpelchen angekommen, offenbarte sich dann eine bezaubernde Szenerie, denn hier trafen mehrere Bäche aufeinander und die Wege verzweigten sich. Die friedliche Melodie des fließenden Wassers begleitete mich hier, während ich nun doch die Entscheidung traf, nicht zum Aschenbergstein hinaufzugehen. Auch hier schien noch niemand unterwegs gewesen zu sein und die Gefahren unter dem Schnee auf dem recht steilen Wegstück waren nicht zu übersehen. Entschlossen folgte ich nun dem Wanderweg Richtung Gesicht und hegte immer noch die Hoffnung, vielleicht zum großen Dorstein oder zum Aschenbergstein hinaufzugelangen.
Der Pfad führte nun weiterhin durch die malerische Winterlandschaft und die klare Luft und die Stille des verschneiten Waldes schufen auch eine besondere Atmosphäre an diesem Tage. Immer wieder passierte ich auch die Wegweiser zum Aschenberg, aber überall bot sich mir dasselbe Bild. Noch keine Wanderer hatten sich vor mir nach oben gewagt und somit gab es auch keine Spuren im Schnee, die das Gehen erleichtern würden. Die Herausforderungen, durch den frischen Schnee voranzukommen, verstärkten das Gefühl der Abgeschiedenheit und weckten die Abenteuerlust in mir, während ich aber immer noch nicht genau wusste, an welchem Ziel ich heute ankommen werde. Es ging vorbei an stummen Zeugen des Bergbaus, die Geschichten vergangener Tage erzählen, und schließlich erreichte ich den Wanderpunkt Gesicht. Ein Stück bin ich noch Richtung Aschenbergstein gegangen, aber es erwies sich als anstrengend und mühsam. Nach einigen Metern entschied ich mich schließlich zur Umkehr und kehrte zurück in Richtung Dabarz. Trotz der Herausforderungen genoss ich die winterliche Landschaft und die Ruhe des Waldes. Und mittlerweile waren ja auch mehrere Wandergruppen hier im Waldstück unterwegs. Wieder am Dämpelchen angekommen, begutachtete ich noch einmal den Weg hinauf zum Aschenberg. Trotz des Reizes und der Neugier entschied ich mich dafür, nicht weiterzugehen. Die Schwierigkeiten waren offensichtlich, denn die Gefahren unter dem Schnee ließen sich nicht erkennen. Der Dämpelchenbereich bot ja bereits genug faszinierende Eindrücke und ich genoss die Rückkehr zu vertrauten Pfaden in dieser winterlichen Oase. Unter meinen Schuhen knirschte der Schnee und das sanfte Plätschern des Gebirgsbaches begleitete meine Schritte. Auf der anderen Seite des Baches ragten steile Felsen empor, majestätisch und von einer weißen Schicht überzogen. Die winterliche Kulisse mit dem harmonischen Zusammenspiel von Schnee, Wasser und Felsen schuf eine idyllische Szenerie und war begleitet von den natürlichen Klängen der Umgebung. Mittlerweile bin ich auch wieder am Ortsrand von Bad Dabarz angekommen und hier nutze ich nun einen schmalen Trampelpfad durch den Schnee in Richtung der Ortschaft. Die ersten Häuser tauchten wieder auf und mit meiner Kamera konnte ich nun auch den Vögeln am Futterplatz zuschauen. Etwas mehr am Waldrand entlang wandernd, gelangte ich schließlich wieder in Richtung Zentrum von Bad Dabarz. Der Übergang von der winterlichen Waldlandschaft zum urbanen Lebensraum war fließend. Die schneebedeckten Bäume wichen langsam den Häusern und Straßen, während ich den Weg zurück ins Herz von Bad Dabarz hier fand. Vorbei an Gaststätten, Pensionen, Ferienhäusern und dem Sport- und Gesundheitsbad von Bad Dabarz begab ich mich dann wieder in Richtung der Haltestelle der Thüringer Waldbahn. Die Waldbahn fährt hier im halbstündigen Takt und wird mich zurück durch die verschneiten Landschaften zum Bahnhof nach Gotha bringen. Die Gewissheit, dass die Waldbahn mich sicher durch die verschneiten Weiten zurückführt, rundet mein winterliches Abenteuer in Bad Dabarz ab. Thank you.
In Gotha angekommen, ging es hinüber zum Bahnhof und kurz darauf traf auch mein Zug ein, der mich zurück ins Eichsfeld nach Leinefelde durch eine winterliche Landschaft fahren wird. Und somit endet für mich heute ein schöner Winterausflug in eine reizvolle, schöne Gegend.